Hallo, mein Name ist Frank Fischer. Ich erkläre jetzt, welche Methoden es gibt, um den Hirndruck zu messen. Messorte. Die übliche Methode, um den Hirndruck zu messen, ist ein Katheter im Vorderhahn eines Seitenventrikels. Häufig wird der rechte genommen. Der Hirndruck wird über die Flüssigkeit im Katheter auf den entfernt vom Patienten montierten Drucksensor übertragen, so wie bei der arteriellen Blutdruckmessung. Alternative Messorte sind der Epiduralraum oder das Hemmgewebe selbst. Dort werden keine flüssigkeitsgekoppelten Katheter, sondern Drucksensoren an der Katheterspitze verwendet. Die Vorteile eines Ventrikelkatheters sind die halbwegs zuverlässige Messgenauigkeit und der Zugang zum Liquorraum. So kann zum Beispiel bei Überdruck Liquor abgelassen werden. Bei allen Messverfahren muss eine Sonde in die Schädelhöhle eingebracht werden. Dies geschieht über ein sogenanntes Bohrloch. Ventrikelkatheter. Bei der direkten Druckmessung im Seitenventrikel muss der Transducer, wie bei der arteriellen Blutdruckmessung auch, auf den Luftdruck genullt werden. Einen arteriellen Druckwandler würden wir auf die Höhe der Herzvorhöfe positionieren. Der Druckwandler für den Hirndruck wird auf die Höhe des Mittelpunkts zwischen dem äußeren Augenwinkel und dem Gehörgang justiert. Auf die Spülseite des Druckwandlers kommt ein gelber Verschlussstopfen. Gelb und grün sind die Farben für Schläuche und Stopfen, die mit dem Nervensystem zusammenhängen. Wenn gespült werden muss, dann nur vorsichtig und unter strengen hygienischen Kautelen nur wenige Milliliter Nazel aus einer 10 Milliliter Spritze. Dies sollte nicht von den Pflegekräften durchgeführt werden. Überblick. Die meisten Systeme zur Außenableitung sind wie folgt aufgebaut. Am Schlauchsystem befindet sich patientenseitig ein Drei-Wege-Hahn und ein Konnektor für eine Lührspritze. Hier können Liquorproben entnommen, in sehr seltenen Fällen Medikamente gegeben und das System gespült werden. Es muss dabei extrem hygienisch gearbeitet werden. Eine gründliche Desinfektion des Konnektors und sterile Handschuhe sind erforderlich. Dies sollte nur von Neurochirurgen oder von Ärzten der Intensivstation durchgeführt werden. Verbunden mit dem System auf Höhe des Nullpunkts des Messlineals befindet sich der systemnahe Drei-Wege-Hahn. Hier wird der Druckwandler direkt angeschlossen. Der Schlauch geht weiter zur Tropfkammer, in welcher der Liquor gesammelt wird. Alle 12 Stunden wird die Liquormenge abgelesen und über einen weiteren Drei-Wege-Hahn in den Sammelbeutel abgeleitet. Liquor schaut normalerweise wie Wasser aus. Auffällige, neu aufgetretene Veränderungen werden dem Intensivarzt mitgeteilt und protokolliert. Wenn kein Liquor abläuft, kann das System verstopft sein oder der Ventrikelkatheter fehlliegen. In diesem Fall muss der Intensivarzt, gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Neurochirurgen, die Ursache suchen. Dazu muss das System optisch auf korrekten Zustand überprüft und gegebenenfalls angespült werden. Eventuell ist auch ein CT nötig. Justierung und Drainage. Ein Außenableitungssystem muss unbedingt in der richtigen Höhe montiert werden. Auf der Nullpunktlinie befindet sich der systemnahe Drei-Wege-Hahn, an welchem der Drucksensor montiert wird. Dies ist genauso wie bei der arteriellen Blutdruckmessung. Ebenfalls muss der Drucksensor gegen Umgebungsdruck genullt werden. Allerdings ist das Nullniveau bei der Hirndruckmessung patientenseitig nicht in Höhe der Herzvorhöfe, sondern auf Höhe der Foramina Monroe, welche die beiden Seitenventrikel mit dem mittig liegenden dritten Ventrikel verbinden. Da wir nicht ins Hirn reinschauen können, wird der bereits erwähnte äußere Bezugspunkt genommen, nämlich die Mitte zwischen äußerem Augenwinkel und dem Gehörgang. Es sollte erwähnt werden, dass in anderen Kliniken auch oft direkt der äußere Gehörgang als Bezugspunkt genommen wird. Bei diesem Dia möchte ich noch über offen und geschlossen definierte Ableitungen erzählen. Bei einer geschlossen definierten Ableitung stehen die drei Wegehähne so, dass der Ventrikelkatheter ausschließlich mit dem auf Nullniveau liegenden Drucksensor verbunden ist. Damit kann der Hirndruck kontinuierlich gemessen, aber kein Liquor abgeleitet werden. Der Drucksensor wird, wie bereits erwähnt, direkt auf den systemnahen Drei-Wege-Hahn aufgeschraubt.
Bei einer offen definierten Ableitung stehen die drei Wege Hinnes so, dass der Ventrikelkatheter ausschließlich mit der Tropfkammer verbunden ist. Der Hirndruck kann so nicht gemessen werden. Aber wenn der Hirndruck größer als der Druck der Wassersäule bis zur Tropfkammer ist, kann Liquo ablaufen und damit den Hirndruck entlasten. Die Höhe der Wassersäule heißt Überlaufhöhe und kann am Messlineal eingestellt werden. Meistens wird es so sein, dass kontinuierlich abgeleitet und dazwischen einmal pro Stunde kurz gemessen wird. Die Überlaufhöhe wird in Zentimeter H2O und der Hirndruck in Millimeter Hg angegeben. Das ist etwas verwirrend, aber auf dem Messlineal stehen Skalen für beide Einheiten. Klinische Untersuchung und CT. Auch ohne Hirndrucksonde kann man durch klinische Überwachung des Patienten oft Hinweise für einen Hirndruckanstieg sehen. Neu aufgetretene oder unerklärliche Somnolenz. Eine gar nicht so seltene Situation ist ein alkoholisiert wirkender Patient, dessen Alkoholspiegel aber null ist. Übelkeit und Nüchternerbrechen, Beuge- oder Streckkrämpfe, auffällig weite, enge oder ungleiche Pupillen. Eine Bradykardie tritt kurz vor dem Tod durch Hirnstammeinklemmung auf. Wenn solche Hirndruckzeichen zu sehen sind, dann kann ein kraniales Kontroll-CT weitere Informationen liefern. Durch gute klinische Überwachung und großzügig gestellte CT-Indikation kann vermutlich bei relativ fitten Patienten mit weniger schwerem Schädelhirntrauma oft auf eine Hirndruckmessung verzichtet werden. Bei schwerem Schädelhirntrauma und tief sedierten Patienten ist die intraventrikuläre Hirndruckmessung immer noch der Goldstandard. Das waren einige Grundlagen zur Hirndruckmessung. Vielen Dank fürs Zuhören.